Ja, es gibt heute eine öffentliche Verhandlung über die Beschwerde gegen das Battle-Verbot in Oberösterreich. Wir nehmen diese öffentliche Verhandlung zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass es in vielen anderen Bundesländern auch Battle-Verbote gibt und dass wir als Battle-Lobby, genauso wie die Grünen und das Neunerhaus, fordern, dass diese Battle-Verbote in ganz Österreich abgeschafft werden. Wir sind davon überzeugt, dass Bettelverbote, also das Kriminalisieren von Bettler und Bettlerinnen, sicher der falsche Weg ist. Ob es auch juristisch der falsche Weg ist, das entscheidet jetzt der Verfassungsgerichtshof. Frau Martina S. zum Beispiel hat über 20 Strafanzeigen bekommen, gegen die wir berufen haben. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, hier einzelne Menschen zu kriminalisieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese Diskussionen, jetzt wem gehört der öffentliche Raum, nicht nur bei Bettler und Bettlerinnen führen, sondern auch bei Sexarbeiterinnen, bei obdachlosen Menschen, bei drogenkranken Menschen. Und wir sagen halt, Leute, der öffentliche Raum gehört uns allen. Wir erleben oft in Wien, dass bei den Zeitungsverkäuferinnen von Seiten der Freiheitlichen Partei und natürlich auch von Seiten der Österreichischen Volkspartei unterschieden wird. Da gibt es die guten Armen und dort gibt es die bösen Armen. Im Gemeinderat haben diese beiden Parteien einen Antrag eingebracht, wo sie sagen, Agustin ist eine gute Zeitung, lass mal Agustin verkaufen. Global Player oder Mode sind die bösen Zeitungen. Global Player wird ja von Menschen mit schwarzer Hautfarbe herausgegeben, diese Betreiber werden auch tagtäglich schikaniert. Die Bettellobby Wien fordert erstens die Abschaffung aller Bettelverbote. Wir fordern zweitens ein Ende der Kriminalisierung von bettelnden Menschen und einen differenzierten Umgang mit dem Thema. Das bedeutet gute Information, gute Recherchen zum Thema, was ist die Situation von Bettlern. Wir fordern weiters, dass das Thema Betteln unter dem Aspekt von Armut und sozialer Ausgrenzung diskutiert wird und nicht als ein Sicherheitsthema, so wie es bis jetzt der Fall ist. Und wir fordern einen solidarischen und respektvollen Umgang mit bettelnden Menschen. Die meisten Menschen haben in Graz, die gebettelt haben, also es kam immer darauf an, wie die physische Verfassung der Personen war, wie das Wetter war und so weiter, haben zwischen 5 und 30 Euro erbettelt. Also diese Summen, diese hohen Summen, die da teilweise kolportiert werden, können wir in unserer Studie eigentlich nicht bestätigen. Hier wurde dem Rat der Experten nicht gefolgt. Hier wurde im Schnellverfahren das durchgezogen, um etwas Sichtbares vorweisen zu können. Und wir sind eben der Auffassung, so eine Regelung ist unpraktikabel, sie ist auch in dieser Form nicht menschenwürdig. Wir wollen, dass aggressives und organisiertes Betteln nicht stattfindet, dass das auch unterbunden wird. Da gibt es aber andere Möglichkeiten. In dieser Form ist das für uns absolut unakzeptabel. Dass also ein Ordnungsdienst, der polizeiliche Aufgaben bekommt, der Festnahmen vornehmen kann, unserer Meinung nach, dieses Recht nicht haben soll, das ist verfassungswidrig. Bekämpfen wir die Armut gemeinsam, aber bekämpfen wir sicher nicht arme Menschen und dazu gehören Bettler und Bettlerinnen. Danke.